Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom New Lands. Erstmal geben wir unserem Vogt jetzt Geld. Und zwar 20. Damit er hier schon mal ein bisschen einzahlen kann. Wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass es sinnvoll ist, jetzt das schon zu machen. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn die schon angefangen haben, Geld aufzusammeln, dann kann ich mir das gar nicht zurückholen. Guck mal, da kommen die beiden. Der Wald kann sich hier noch ausbreiten. Wir können tatsächlich erstmal die Mauer hier hochziehen. Ich überlege gerade, ob wir gleich die holen. Oder ob es erstmal bei der hier bleibt. Ich meine, wir wollen ja schon relativ schnell in die Richtung hier vordringen. Könnt ihr euch ein bisschen beeilen, Freunde? Ich meine, theoretisch sollte nach einem Blutmond eine erholsame Nacht kommen, aber ich traue dem Braten ja immer noch nicht so ganz. So, erstmal das Reh hier in die richtige Richtung jagen. Oder auch nicht. Lauf, danke. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich glaube, ich werde hier erstmal die Bäume fällen. Okay. Soweit dann doch noch nicht. Aber der dürfte jetzt unseren Bogenschutz in die Arme laufen. Und damit sind das hoffentlich saftige 2 Gold für uns. Brauchst du echt 3 Hits? Frech. Weg mit dir. Danke. Danke. Judy, ihr braucht noch nicht zurücklaufen. Ihr könnt gleich hier bleiben. Wir holzen hier gleich in Waldreiterrichtung ab. Sage ich jetzt mal so. Ich muss mal ganz kurz auf meinem zweiten Desktop. Auf meinem zweiten Bildschirm, den ändern, was ich sehe, weil das fuckt mich übel ab. Es ist viel zu hell. Oh jo, Alter. Zack. Danke. Und immer schön weiter in die Richtung hier abholzen, ne? Komm, danke. Da habe ich den auch. Sehr schön. So, kommt der auch noch. Die dürfen wieder einen Augenblick warten. Ich glaube, wir sollten jetzt aber auch relativ zügig hier weg. Es dürfte schon wieder Nacht werden gerade. Ich habe natürlich vergessen, die beiden Hyopais hier vom Lager zu holen. Entschuldigen Sie, ist hier immer noch kein Gras gewachsen. Das gefällt mir aber nicht so gut. Das Graswachstum muss hier beschleunigt werden, würde ich sagen. Danke, danke. Vielen Dank. Danke. Wir können unserem Schiffchen, unserem Buben hier nochmal ein paar Mark geben. Würde ich sagen, bevor wir wieder Geld wegwerfen. Servus. Es dürften nochmal 10 gewesen sein.
Okay, er ist gegangen. Freunde, schafft ihr es? Ich habe irgendwie noch nicht so richtig Hoffnung an euch. Danke. Danke. Sag mir nicht, die beiden kneifen dir gleich den Arsch zu. Die beiden kneifen dir gleich den Arsch zu. Ah, wenn die gebufft sind, können die nicht getötet werden. Okay. Schade. Also um eine kurzzeitige Rettung anzuleiten, wäre das eine Möglichkeit tatsächlich. Krass. Nicht wegschmeißen bitte. Danke. Ich gehe mal eben Geld produzieren. Geld verbrennen. Und hier nochmal zwei Hämmer nachlegen. Wir haben ja gerade zwei verloren. Haben die euch komplett zerlegt? Ja. Schade. Gut, das heißt, bis die wieder da sind, braucht es einen Augenblick. Aber jetzt wissen wir wenigstens mal, was dieser Scheiß macht, ne? Finde ich sehr gut. Das heißt, wir können damit unsere Leute hardcore buffen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so erwartet, weil das jetzt nicht so der klassische Buff ist. So Unsterblichkeit für eine kurze Zeit. Wobei der Zeitraum ja nicht mal so kurz war, muss ich sagen. Also das war ja schon relativ lange. Oh, bin ich ein bisschen müde, ey. Uiuiuiuiui. So, wie lange brauchen denn unsere Leute, bis sie hier sind? Hoffentlich nicht ganz so lange. Also das hier sind leider halt keine perfekten Möglichkeiten für einen Wall. Hier wäre halt super, aber hier werde ich nichts kriegen. Das hier wäre auch nicht so gut. Hier ist auch nicht, leider. Dann kommt hier the Battlefield. Hier auch nicht. Das könnte man nehmen, wenn man muss. Ist nicht perfekt, aber okay. Ich sehe nirgendwo einen Erdhaufen und direkt davor... Ne, hier auch nicht, okay. Gut, also ich würde sagen, ich lasse den Wald so weit wie möglich einfach abreißen. Und werde dann gucken, wo ich meinen nächsten Stützpunkt mache, nicht wahr? Also ich kann dann halt von hier aus anfangen, den Wald kleiner zu machen. Dass ich in die Nähe vom Dorf komme. Aber das würde ich vielleicht erst machen, nachdem ich das erste Portal zerstört habe. Weiß ich aber noch nicht. Den möchte ich bitte nicht abreißen, das wäre ein echtes Problem. Okay, wäre echt hilfreich, wenn ihr dann wieder reinkommen würdet, weil sonst verliere ich Geld. Ich hätte euch vielleicht nicht noch hier hinschicken sollen. Danke. Dann können jetzt alle ab nach Hause. Ihr seid ja deutlich länger geschützt, als das Glitzer dann anhält. Habe ich denn gesehen? Bin gespannt darauf, wann die nächste... Okay, könnte sein, dass die... So, schnell mal die beiden zurückholen. Drei! Ich habe drei Leute verloren, oder? Also ja, nicht wirklich verloren, weil sie sind nicht tot, aber... So, ich würde sagen, dann machen wir kurz... mal nochmal drei, Hämmer, ja? Und Birkchen haben wir noch, okay. Ich darf gerade kein Geld aufheben. Das ist natürlich ein Problem.
Wir gucken mal eben, ob ich nicht, solange wir keine harten Widerstand haben, könnten wir ja schon mal unsere Außenlinie verlagern, sodass wir da vorkämpfen könnten. Dahin möchte ich. So, das heißt, wir werden hier erstmal kurz... Oder ist das Lager noch im Wald? Ja, das ist perfekt, Alter. Das ist so nah vor dem Scheißlager. Das können die nur schaffen. Wir werden jetzt hier aber noch keinen Wachturm bauen. Du holst dir das mal genau. So. Sobald wir das haben, würde ich sagen, könnte ich auch mal an einen Katapult denken. Wir haben inzwischen echt genug Geld für einen Katapult. Da ist der zweite. Und sobald wir das hier haben, haben wir auch richtig schön nah einen Außenposten, dass die nicht mehr so weit laufen müssen immer. Ah, ich habe eigentlich genug Geld, aber ich gebe mal ein bisschen was ab. Ich gehe davon aus, die haben auch schon wieder Geld. Das heißt, wir geben jetzt mal ein bisschen Kleingeld unserem Buben hier. Okay, und dann nochmal 10. So, und dann laufen wir mal hier kurz rüber und gucken, wer hier von Geld hat. Guten Tag, hast du Geld? Ja, perfekt. Hast du Geld? Optimal, hast du Geld? Ja, ein bisschen. Danke. Hier noch mehr Leute? Tatsächlich nicht, okay. Dann sind die wahrscheinlich alle nach links rüber gelaufen. Weil links der bessere Jagdgrund ist. Du hast auch kein Geld, okay. Schade. Na, pass auf. Okay, ich hatte erwartet, dass du schon hattest. Aber gut. So, eigentlich müssen wir noch mal kurz ausbauen. Das könnte jetzt aber eng werden, bin ich ganz ehrlich. Das war ziemlich viel Geld. Warum bleiben wir nicht hier? Okay, wir bleiben hier. Bau mal schnell aus, bitte. Ich will nichts wegschmeißen halt, ne? Und Geld. Mach mal schnell bitte. Oh Gott. Leute, könnt ihr bitte reingehen? Ich hätte zu denen hinlaufen sollen, ne? Okay, dadurch habe ich jetzt natürlich nochmal Leute verloren. Die hole ich gleich. Das heißt aber auch, dass ich nochmal, Entschuldigung, dass ich hier nochmal den ganzen Puff aufbauen kann. Würde ich sagen, ich buff die mal kurz und dann... Also da sind zwei Bilder, das weiß ich. Habe ich noch einen? Oder war es das schon wieder mit meinen Bildern? Ich werde mal vorsorglich noch zwei machen, weil jetzt auch ein Katapult hinkommt. Ein Katapult. Und dann zwei davon. Eins, zwei. Und die restlichen kriegen Bögen. Sehr schön. Tag 10. Schön, dass du Geld rauswirfst. Ich wollte gar nichts. Da muss ich dir aber Neues geben. So, nimm das mal. Ja, von euch hat mein Geld aufgehoben. Du? Nein. Du? 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 Mhm. Ich
Kleiner Buff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich wollte gerade sagen, also irgendwie müsstest du 10 haben, du Penner. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt am nächsten Morgen die beiden Boomier. Und hier an dem Posten soll es ja so lange noch geben mit ohne Turm. Na scheiß drauf, ich hole mir die jetzt. Ach scheiße, ich dachte, das lädt noch. Gut, merke, wenn es anfängt zu glitzern, kann man schon wieder. Wir sind halt jetzt auch echt nah an dem verkackten ersten Portal dran. Und wir könnten auch schon ausbauen, dass wir Truppen haben. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ich schütze euch nochmal, ihr beiden. Und dann holen wir uns das erste Upgrade und dann holen wir uns die ersten beiden Ritter. Müssten ja Ritter sein. Also nach meiner Definition zumindest ein Ritter. Oh, ja, 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 ja. Oh, oh. Eine Verkackung. Ach nee, wir haben noch nicht mal höchste... höchste Stufe? Ich dachte, wir hätten schon die höchste Stufe. Kurz mal Geld ausgeben wie die Großen. Danke. Gut. Wir haben links zwar noch keine Katapulte, aber das sollten wir trotzdem schaffen, gehe ich mal von aus. Wir haben auch links noch kein Katapult. Habe ich eben links noch. Wir haben rechts kein Katapult. Wir haben links auch noch keins, weil die noch nicht da sind. Aber die dürften das auch schaffen. Ihr könntet auch ein bisschen Geld haben, ne? Stumpf weggemacht, die Penner. Komm ran. Zack, zack. Achso, ich hab kein Geld mehr. Gut, das ist ein Problem. Okay, die rechts haben es scheinbar auch geschafft, das ist gut. Ich werde mir jetzt einen kleinen Loan holen von unserem Vogt. Ich nenne ihn jetzt übrigens einfach Vogt, keine Ahnung, ob der wirklich ein Vogt ist. Und nochmal eben den zweiten Ritter fertig machen. Ritter, Vogt, gib mal Geld. Bitte. Danke, okay, er ist offensichtlich schon ein bisschen Geld gelassen. Oh nein, krieg ich noch weniger. Okay, dann machen wir das hier nochmal voll. Und holen uns einen weiteren Ritter. Und wir brauchen dringend neue... Oh, der hat welche von rechts abgezogen. Das ist gar nicht mal so gut, Alter. Weil rechts habe ich ja schon sowieso nicht so viele. Gelb. Danke. Okay. Ich werde mal rechts auch noch einen Katapult hinstellen, wegen der Sicherheit und so. Und dafür auch noch einen Bilder in Auftrag geben. Und am nächsten Tag werde ich mal hier links den Waldwalter abholzen. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Sollte reichen, finde ich. Denn dann können wir hier schön weiter die Offensive fahren.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!